Liebe Reisegemeinde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In diesem Video nehme ich euch mit nach Blankenheim in die Eifel. Direkt am Ahr- und Eifelsteig liegt der malerische Burgort Blankenheim. Blankenheim ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Sehenswert ist der historische Ortskern mit einer Anzahl bemerkenswerter Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise das Eifelmuseum. Die vielleicht bekannteste Sehenswürdigkeit ist die Ahrquelle. Die Ahr entspringt im Ortskern im Keller eines Fachwerkhauses und durchfließt unterhalb der Burg Blankenheim den Schwanenweiher. Die Ahr ist ein 85 Kilometer langer Nebenfluss des Rheins. Bekannt ist die Ahr durch die im Ahrtal angelegten Weinberge. Der Rotweinwanderweg führt durch die Südhänge des unteren Ahrtals. Nahezu überall im Ort sichtbar ist die Grafenburg Blankenheim. Sie wurde als Höhenburg im Jahr 1115 von Gerhard I. errichtet und war der Stammsitz der Familie von Blankenheim. 1936 ging die Anlage in das Eigentum des Deutschen Jugendherbergswerks über. Heute befindet sich in der Burg eine aktive Jugendherberge. Das Eifelmuseum befindet sich mitten im historischen Zentrum des Burgorts und besteht aus zwei Häusern, im Hauptgebäude in der Ahrstraße und im zweiten Haus, dem Gildehaus. Es widmet sich der Landschaft und den Menschen der Eifelregion. Alle Sehenswürdigkeiten in Blankenheim sind fußläufig erreichbar. Parkmöglichkeiten, Gastronomie und auch Übernachtungsmöglichkeiten sind im Ort vorhanden. Weitere Informationen sind wie immer in der Videobeschreibung zu finden.